Streaming on Demand funktioniert super. Dann steck doch das einfach um. Also ich werde das jetzt mal unter Vorbehalt. Ich unterbreche noch kurz die Sitzung wegen komischen Dingen. So, wir haben... Es ist Dienstag, ja? 15 Uhr im Abgeordnetenhaus. Ready to rumble! Das hilft gerade nicht, das hilft gerade nicht, okay? Haben Sie mich rausgemobbt? Jetzt geht nichts mehr mit Technik. Ich nehme mal deine Tunnels hier. Nö, wir bräuchten einfach nur Ruhe zu beginnen. 132. Sitzung im Berliner Abgeordnetenhaus der Piratenfraktion und die fängt um 15.07 Uhr an. Wenn nichts dagegen zu sagen ist, dann mache ich die Sitzungsleitung. Die Versammlung, da steht zumindest hier drin, ist beschlussfähig. Es sieht aber auch danach aus. Ja, so, ja. Anwesend sind die Anwesenden, abwesend sind Susanne Graf, die jetzt ihre Sprechstunde hat, und Gerwald Klaus Brunner, der sich vorher abgemeldet hat wegen Krankheit. Gute Besserung. Und delegieren tun die beiden nicht, ansonsten haben wir auch keine Delegation. Damit sind wir tatsächlich beschlussfähig. Dann kommen wir zur Tagesordnung. Die liegt euch vor. Mir liegen keine Änderungen oder Änderungsanträge dazu vor. Gibt es spontane Änderungsanträge? Das ist nicht der Fall. Dann gehe ich davon aus, es gibt auch keinen Widerspruch gegen den Entwurf der Tagesordnung und der gilt als so beschlossen. Ankündigungen und Ansagen haben wir nicht. Finanzen werden von Heiko noch nachgetragen, hat er noch nicht geschafft, gehe ich mal davon aus. Ups. Vielleicht hat er es auch einfach vergessen, aber die Frage beantworten wir jetzt nicht. Dann kommen wir zum Beschlussprotokoll der letzten Sitzung. Gibt es Anmerkungen, Aussprachebedarf zu diesem Beschlussprotokoll? Das ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür bzw. dagegen, dieses Protokoll anzunehmen? Das ist einstimmig bei Enthaltung von... Alexander Spieß und Simon Kowalewski und Alexander Morlang angenommen. Vielen Dank. Ich stelle fest, dass wir bei diesem schönen Wetter in diesem tristen Sitzungssaal keine Gäste haben. Insofern entfällt auch die aktuelle Viertelstunde mit Gästen. Wir kommen zu Top 4 Plenarablauf. Der ist erst nächste Woche dran. Satzungsänderungsanträge sind mir auch nicht bekannt. Parlamentarische Initiativen haben wir dagegen auf jeden Fall. Zum Beispiel unter 621 der Antrag an das Plenum, ehemalige Heimkinder mit Behinderungen und Gewalterfahrungen entschädigen. Mhm. Ja, das stimmt sogar. Einrichtung eines Fonds. Jetzt Ausrufezeichen. Der Antrag wird gestellt von, wir scrollen, Alexander Spieß. Alexander Spieß, bitteschön, du hast das Wort. Ja, schönen Dank. Also das ist ja nun ein wirklich kleiner Skandal, der schon seit einem halben Jahr köchelt. Und wir haben dazu ja auch mehrfach Anfragen gestellt sind der Meinung, dass die Haltung des Senats in dieser Frage inakzeptabel ist. Worum geht es? Ihr wisst vielleicht, dass es steht auch im Antrag drin, dass es eben Entschädigungsfonds für Heimkinder, ehemalige Heimkinder gab, getrennt nach Ost und West. Und da wurden eben Fonds aufgelegt, aus denen dann Entschädigungen gezahlt werden sollen. An der Finanzierung dieser Fonds haben sich eben mehrere Institutionen, Bund, Länder, Kirchen, ehemalige, also Betreiber der Heime beteiligt. Die Behinderten, Heimkinder, die ja in separaten Einrichtungen auch untergebracht waren, sind dabei explizit ausgeklammert worden. Es wurde gesagt, dass es dazu einen eigenen Fonds geben sollte.
Der ist doch in Vorbereitung, das heißt, im Bundeshaushalt ist ein Haushaltstitel eingestellt. Die Kirchen haben sich auch bereit erklärt, sich wieder auch an diesem Fonds zu beteiligen. Nur die Länder haben gemauert. Bis auf Bayern haben die Länder sich bislang geweigert, hier wie bei den anderen Fonds auch Finanzen zur Verfügung zu stellen. So mit der Begründung, naja, das sei aus ihrer Sicht auch nicht so gut gelaufen mit diesen Fonds. Gut, kann man auch kritisieren, aber wie soll man das auch anders machen? Und sie prüfen eben, ob man irgendwie über Rentenrecht, rentenrechtliche Regelungen, da ja, Entschädigungen zahlen kann. Das ist alles ziemlicher Humbug, ja, weil es ist ziemlich klar, dass das Rentenrecht dazu nicht geeignet ist. Vor allem eben bedeutet das auch, dass eben nicht alle darauf Zugriff haben, dass es noch länger dauert und die Menschen sterben langsam weg. Ja. Insofern fordern wir eben, dass die Länder ihre Blockadehaltung aufgeben und eben so ein Fonds unverzüglich eingerichtet wird. Vielen Dank für die Vorstellung. Simon hat sich gemeldet, dann ist er jetzt auch dran. Bitte schön. Ja, ja, gute Sache. Es tut mir leid, das ist mir tatsächlich gerade jetzt erst spontan. Nein. Es ist mir jetzt tatsächlich gerade erst spontan aufgefallen, bei den Maßnahmenliste, die dritte, da steht hinten, da viele inzwischen einem fortgeschrittenen Alter alt sind. Da sollte wahrscheinlich das eine alt noch gestrichen werden. Aufmerksamer Leser, sehr gut. Ich sehe und vernehme keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir diesen Antrag so einbringen? Wissen wir schon, wohin wir ihn einbringen wollen? Naja, er müsste eben auf jeden Fall im Ausschuss für Europa- und Bundesangelegenheiten behandelt werden. Das im Hauptausschuss und möglicherweise geht es so, es verlasse ich zu vieles. Bildung. Nee, also die Antwort ist jetzt auch gegeben worden. Vielen Dank. Ich stelle fest, es ist einstimmig bei Enthaltung von Andreas Baum. Ach, er hat sich dann doch noch gemeldet. Okay, gut. Dann ist es einstimmig ohne Enthaltung angenommen. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Bringen wir so ein. Du hast sie auch enthalten. Abstimmung ist schon durch, tut mir leid. dabei fällt mir ein, stimmt, Oliver war gar nicht da, das habe ich gar nicht mitbekommen, als wir vorhin die Anwesenheit durchgemacht haben. Aber es ist im Protokoll schon vermerkt, Oliver hat sich auch enthalten. Ja? Und dann ist es mit einer Enthaltung einstimmig angenommen worden. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 6.2.2, Allfraktionenantrag zur Abschaffung des Verfassungsgerichtshofes. Bitte schön, Simon. Das merkt keiner. Ist falsch. Es handelt sich um einen Allfraktionenantrag zur Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes in einigen Punkten. Grundlage dafür sind tatsächlich zwei Anhörungen, die wir in dieser Legislaturperiode schon mit den Mitgliedern oder mit den Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs hatten. Einmal im Jahr 2012 und nachdem wir dann irgendwie alle vergessen haben, was zu machen, nochmal letztes Jahr. Und jetzt machen wir was. Es handelt sich einerseits um die Einführung einer Verzögerungsbeschwerde beim Landesverfassungsgericht, was es beim Bundesverfassungsgericht und allen anderen Landesverfassungsgerichten gibt und was auch notwendig ist, weil sonst bei einer Benachteiligung, die durch eine Verzögerung, die Verzögerung eines Verfahrens entsteht, die einzige Beschwerdemöglichkeit beim, also auf europäischer Ebene wäre. Und einigen Änderungen, die vor allem Klarstellungen von Dingen sind, die bis jetzt nicht im Gesetz geregelt sind, die analog zum Bundesverfassungsgericht, also zum Bundesverfassungsgerichtsgesetz sind, zum Beispiel die Frage der Akteneinsicht und noch einige andere Detailregelungen. Vielen Dank. Wortmeldungen dazu liegen mir nicht vor. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, diesen Antrag mit allen anderen Fraktionen einzubringen? Auch das ist einstimmig, ohne Enthaltung diesmal. Vielen Dank, damit ist der Antrag angenommen. Allgemeine Anträge haben wir nicht, Wahlen sind auch nicht vorgesehen. Termine. Am 24. März treffen wir uns nochmal vor den Ferien und besprechen alles Mögliche. Es gibt wieder Besuchergruppen, zu denen sich Leute gemeldet haben. Herzlichen Dank an Gerwald, Phil und Gerwald. Und es
trifft sich eine Landesarbeitsgemeinschaft. Das ist auch nicht schlecht. Ansonsten, sonstige Termine haben wir nicht. Und es gibt noch Besuchergruppen, zu denen sich Leute gerne melden dürfen. Hast du deinen Termin, den du jetzt ansagen möchtest, schon ins Pad geschrieben? Ja, letzte Woche. Der ist verschwunden. Dann tut es mir leid. Sag deinen Termin an. Also letzte Woche hatte ich den schon eingetragen. Ich dachte, der erscheint hier automatisch wieder. Morgen Abend 19:30 Racial Profiling Themenabend mit Film und Podiumsdiskussion mit spannenden Gästen in der N64. Würde mich freuen, wenn ihr oder viele der jetzt Zuhörenden, Zuschauenden dazukommen und mitdiskutieren. Vielen Dank für diese neuerliche Terminansage. Haben wir unter Top 10 sonstige... Andreas Baum möchte sich noch gerne melden. Zu Top 10 möchtest du dich. Okay, dann gehen wir jetzt über in Top 10. Andreas, bitteschön. Ja, ich glaube, der Wolfram sucht für morgen noch eine zeitweise Vertretung für den Bauverkehr oder hat sich das erledigt, weil nur eine halbe Stunde... Nee, hat sich bis jetzt noch nicht erledigt, aber ich dachte, ich mache das bilateral mit Olli oder wolltest du mir das erstmal versuchen, aber da er erst später gekommen ist, hatte ich noch keine Gelegenheit. Ich bitte euch, das dann bilateral zu klären. Vielen Dank, dass du das Gespräch sofort aufnehmen wolltest, Olli. Das ist aber nicht nötig, ihr könnt das durchaus außerhalb der Sitzung klären. Dankeschön. Weiteres unter Sonstiges. Alexander, ja. Bitteschön. Ich möchte noch gerne auf eine Demo-Aktion vor dem Bundeskanzleramt morgen von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr einladen, also gegen Haushaltstricks bezogen auf das geplante Bundesteilhabegesetz, was gerade verwässert wird. Da werden eben viele Akteure, Behindertenvertreter und Verbände da sein und vor dem Kanzleramt protestieren. Und es wäre gut, wenn auch einige von uns da wären. Vielen Dank für diese Terminankündigung und dann Tagesordnungspunkt Sonstiges. Mir liegen keine weiteren Sachen vor, dann war das eine schöne kurze Sitzung und ich mache Pause bis halb, reicht aus, dann machen wir noch einen nicht öffentlichen Teil.